ganz herzlich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Wir haben heute Samstag und wir haben heute Putztag, wie man vielleicht schon im Hintergrund hört. Also der Papa und der Patrick ist auch hier. Und wir sind jetzt hier in Patricks Zimmer. Wir wollen es heute systematisch angehen, von Zimmer zu Zimmer gehen, zusammen und zusammen aufräumen. Weil es hat sich ein bisschen was an Dreck angesammelt die letzten Wochen. Und deswegen volle Power. Wir waren sogar gestern mit Absicht, also gestern einkaufen. Normalerweise machen wir das ja immer samstags. Aber das haben wir uns für gestern aufgespart, damit wir heute halt, wie gesagt, kompletten Tag mit dem einteilen können. Ja, was soll ich jetzt machen, Schatzi? Was kann ich machen? Jeder Bad hat seine eigene Salzmühle. Was machst du mit dem Salz hier? Salzen. Was kann man mit dem Salz machen? Direkt. So. Papa hängt Bilder auf und das ist eine Katastrophe, weil der Papa hat nie ein richtiges System. Was ist dein System? Keine Ahnung, gibt's gar nicht. Augenmaß. Okay, ich versuche noch ein Loch. Was, du holst das jetzt raus? Also. Oh nee. Das wird ja jetzt hier ein Käsewand oder was? Wie lange haben wir diese Bilder schon? Über ein Jahr, oder? Also. Also Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein super Talent. Ja. Hä? Ja. Wo ist das dritte? So, ich muss jetzt bitte das auf unserem Putzkanal auch einstellen, wie du mir gemacht hast. Mhm. Gibst du mir kurz wieder? Kannst du gut nachmachen? Nein. Ich zeige euch mal, wie mein Mann Löcher, also wie Bay Bilder aufhängt. Und zwar sind Löcher hier. Das passt nicht. Ja, zeig mal. Okay. Die Wahrheit. Aha. Ich habe mir nicht ganz verrechnet. Aha. Aber ist hinter den Bildern, dann also, erkennt man nicht mehr. Mein Mann kann das einfach nicht. Also ich liebe ihn sehr, aber Bilder aufhängen. Was? Das ist seine Stärke. Perfekt. Jetzt passt, ja. Und das jetzt? Passt wunderbar hier, oder? Ja. Wir sind auf jeden Fall hier im Putzfieber, wie man sehen kann. Wir sind bei den Kindern unten. Wir gehen jetzt etappenweise Zimmer für Zimmer durch. Und 32. Ich zeige euch mal kurz hier. Passt nicht. Doch. Richtig.
So, meine Lieben, jetzt bin ich fertig. Ich habe frisches Wasser in den Hühner reingegeben und damit habe ich nur den Teppich und den Fauteuil, oder wie der heißt, staubgesaugt und ich zeige euch, was alles in dem Behälter drinnen ist. Zuerst mal den ausschalten, um sicher zu sein, dass nichts passiert. Hebel nach unten drücken. Und voilà! Bist du deppert. Unglaublich. Und das Wasser ist ganz schwarz. Fertig mit Patricks Zimmer. Also ein Projekt ist schon mal fertig und jetzt sind wir im Chefzimmer. Hier dasselbe Prozedere, Möbel wegschieben, da hinten saugen, Staub bohren, bei Michelle hinten die Leiste schaut. Lecker aus. Ich hab ja vor einem Monat. Vor einem Monat. Naja, es sind so Sachen, die man halt nicht regelmäßig macht. Und danach, nachdem wir hier mit dem Staub weg fertig sind, werden wir dann gleich Boden waschen. Auch mit dem Hühler und die Fliesen muss ich auch unbedingt machen. Die haben noch sogar noch ein bisschen Baustellen direkt drauf. Also ja, richtig toll. Ich habe diese Kiste hier. Brauchst du sie überhaupt oder was? Sicher, es sind ihre Schulsachen drin. Okay. Das ist jetzt momentan der Modus. Diese Homeschooling. Homeschooling-Modus. Okay, bei Michelle ist nicht so schlimm. Da habe ich schon mal vor kurzem gemacht. Was wie? Aber Michelle gibt es viele Leckereien, Nascherei. Nichts, Michelle, wirklich. So, wie ich schlimmer als beim Patrick. Verstehe ich jetzt nicht. Dreck, Michelle, von Dreck. Ja. Ich habe davor hier geputzt. Gesagt. Ich schaut aber nicht so. Ja, hinter diesem Kasten habe ich nicht gesagt. Nee, hinter meinem Bett. Hinter deinem Bett? Ja. Schau mal das. Ja, und ich bin so mobil. Mit den Kleinen hier kann ich nicht so viel machen, aber das ist auch wichtig. Baby herumtragen. Okay, Papa? Ja, ich weiß nicht, wo mein Schlauch ist. Aha. Im Bett. Papa weiß nicht, wo sein Schlauch ist. Ich habe gleich falsch gedacht, dass Papa das gesagt hat. Ja. Seht ihr den? Doof? Dummen Kopf, oder? Vorraum weiter, Leisten absaugen und danach werde ich ein bisschen Boden waschen. Ich sag's euch, das ist schon viel, wenn man einen richtigen Orgenputz macht, also so Großputz, das klaut schon viel Zeit, ist schon 3:30. Oh Gott, wo ist die Zeit hin? Ich hab schon so einen Hunger. Fast 4 Uhr schon. Ja, auf jeden Fall. Heute ist auf jeden Fall 100%iger Putztag. Wir sind jetzt fast fertig, also Michelles Zimmer ist fertig, Vorraum ist fertig und Madels Zimmer ist auch fast fertig. Wir haben hier alles picobello gemacht, die Mama liegt an der Welt, ist im Badezimmer. Sie tut gerade mit dem Hühner den Boden waschen. Wie gesagt, das ist wirklich ein
tolles Gerät, denn mit dem kann man nicht nur Staubsauger, sondern auch Boden waschen. Also man braucht nur ein Gerät für alles. So, wir sind jetzt fertig mit Putzen und jetzt gehen wir was essen. Ich hab so einen Hunger. Ein Schnuller. Lisa hat einen Schnuller gefunden. Lisa darf nicht mehr. Geh mal. Und diese Schnuller ist ein Baby, die darf die ganze Zeit. So, geh mal. Die Kinder sind verhungert, wir sind verhungert. Wir gehen jetzt alle so in Pyjama, weil wir gehen eh nur zu McDonald's draußen am Parkplatz. Hallo. Ja. Aus ist! So, wieder einschalten. Einschalten, danke schön. Das ist Patricks Jacke, die habe ich heute hergehängt. Aha, verbrennt. Und haben Pommes. Wir sind schon hier mit am Mampfen. Ich habe hier mein Big Rösti, Papa Fischmerk. Und haben Milch Chicken Nuggets. Wir sind so hungrig, oder? Und Chicken Nuggets. Ja, die zwei großen Essen. Und Nuggets auch. Gibt's keinen. Warte mal, ich hab dir auch eine Sour-Cream bestellt. Ja, aber jetzt hat das nicht. Aha. So. Mm. Schon lecker, wenn man Hunger hat. Oh, Mama, ich bin wieder. Also. Mama. Ja. Hm. Mama. Also, das Baby gemacht. So, meine Lieben, wir sind schon seit längerem wieder zu Hause. Wir haben ein bisschen ferngeschaut und ja, jetzt ist schon Schlafenszeit. Wir sind so müde. Heute nur geputzt den ganzen Tag. Und ja, die zwei Kleinen werden wir jetzt auch gleich ins Bett bringen. Also Zähne putzen. Und dann ein bisschen schlafen, würde man sagen. Morgen ist Sonntag und morgen wird nichts gemacht, haben wir uns vorgenommen. Obwohl wir ganz viel Wäsche haben, die auf uns wartet, gefalten zu werden. Egal, wir lassen die Wäsche. Ja, ich muss mich jetzt schnell abschminken. Der Papa hat den Kleinen. Und ich werde mich jetzt schnell abschminken und danach nehme ich ihn schnell. Also, na gut. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bye.